Der Big Ciabatta 280 TS und der Big Ciabatta 280 Pepper, das waren zwei Premium-Burger, die es Mitte der Nullerjahre bei McDonald's Deutschland gab. Als Zutaten hatten wir bei der TS-Variante das 150 Gramm Beef Patty, zwei Tomatenscheiben Salat, frische Zwiebeln, zwei Scheiben Cheddar, eine Scheibe Emmentaler, Ketchup und eine Art Zitronenmayo. Der Big Ciabatta 280 Pepper war das gleiche, nur mit einer Pfeffermayo und ohne Salat. Lange gab es den Burger bei uns jedoch auch wieder nicht. In anderen Ländern war bzw. ist er erfolgreicher, so zum Beispiel auch in Frankreich, dort gibt es ihn dauerhaft. Hier heißt er einfach nur Le 280 Original, hat aber bis auf den Salat die gleichen Zutaten wie damals die deutsche Version. Warum hat der Burger aber nun eine 280 im Namen? Weder das Patty noch der ganze Burger wiegen 280 Gramm. Dann habe ich mal gegoogelt, was es mit der Zahl 280 auf sich hat, und dabei handelt es sich um eine Engelszahl, die als Synonym für Liebe, Glück, Fülle und Romantik steht. Einleuchtend, warum es der Burger dann hierzulande nicht ins Sortiment geschafft hat.